Cactus 1549, Piste 04, Start frei. Cactus 1549, Start frei. Es begeistert mich immer wieder, wie schön es hier oben ist. In der Luft ist das Leben leichter. Beidseitiger Triebwerksausfall, gefolgt von einer sofortigen Landung auf dem Wasser. Clint Eastwoods Sully erzählt die wahre Geschichte hinter dem Wunder vom Hudson River. Er sollte von LaGuardia, New York, nach South Carolina fliegen und hatte 154 Passagiere an Bord. Das war am 15. Januar 2009. Mayday, Mayday, Mayday. Hier kickt es 1549. Wir hatten Vogelschlag. Haben Schubverlust auf beiden Triebwerken. Nehmen Kurs zurück auf LaGuardia. Es war ein Tag wie jeder andere. Ich war schon seit knapp 30 Jahren Pilot. Und dann wurden wir plötzlich mit der Herausforderung unseres Lebens konfrontiert. 1549, wenn wir die kriegen, versuchen Sie eine Landung auf Piste 1-3? Nicht erreichbar. Wir enden möglicherweise im Hudson. Es gab keinen anderen Ort in New York, der lang, breit und weich genug war, um das Flugzeug zu landen. Das war eine Geschichte, die nationales und internationales Aufsehen erregte. Die Menschen bezeichnen sie als Helden. Ich fühle mich nicht wie ein Held. Von den Medien wird Sully als Held gefeiert. Doch hinter den Kulissen muss er sich vor der US-Flugsicherheitsbehörde verantworten. Ihrer Aussage nach sind beide Triebwerke ausgefallen, infolge von multiplem Vogelschlag. Was es so bisher nie gegeben hat. Tja, es gibt alles immer so lange nicht, bis es zum ersten Mal vorkommt. Für manche war er ein Held und für andere eine Null, weil er sich vor der NTSB verantworten und beweisen musste, dass er das Richtige getan hat. Das war natürlich eine fesselnde Geschichte. LaGuardia wäre ein Fehler gewesen. Wie erfolgten denn Ihre Berechnungen der relevanten Parameter? Es war keine Zeit für Berechnungen. Ich musste mich auf meine über 40 Jahre bei Tausenden von Flügen gesammelte Erfahrung in Bezug auf Höhe und Geschwindigkeit verlassen. Sie sagen also, Sie haben keine... Ich hab's abgeschätzt. Mit Clint Eastwood als Regisseur und Oscar-Gewinner Tom Hanks in der Hauptrolle arbeiteten für diesen Film zwei Kinolegenden zusammen. Als ich herausfand, dass Clint Eastwood Regie führt und Tom Hanks mitspielt, wollte ich unbedingt die Möglichkeit haben, mit diesen zwei Legenden zu arbeiten. Mit Tom zu arbeiten ist großartig. Er ist ein echter Profi. Er hat so viele Filme gemacht, also war das eine mühelose Angelegenheit. Naja, wenn ich mich geirrt haben sollte, so kurz vor dem Ende meiner Karriere. Und ich dadurch alle diese Menschen in Lebensgefahr gebracht habe. Okay, jetzt machst du mir Angst, Sully. Was ist los? Das linke Triebwerk hat angeblich noch Leerlaufschub geliefert. Und den Airbus-Simulationen zufolge hätte ich sicher am LaGuardia Airport landen können. Wenn ein großartiger Regisseur wie Clint dich bei einem Film dabei haben will, stellst du keine Fragen. Jeder will mit ihm arbeiten. Er ist ein Meisterregisseur. Wenn er die verdammten Regeln befolgt hätte, wären wir alle tot. Das ist so eine menschliche Geschichte, über Hoffnung und darüber, dass gewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Dinge passieren. Sully würde nie behaupten, dass er ein Held ist, aber das war wirklich eine Heldentat. Ich bin einfach nur sehr, sehr dankbar, dass wir es geschafft haben. Mit Sully gelingt Clint Eastwood ein packendes und emotionales Drama über die Geschichte des Piloten Chesley Sullenberger, dem Helden vom Hudson River. Nachdenklich, beklemmend und vor allem brillant inszeniert.